wir nun gemeinsam mit der herzoglichen Familie auf das Bild im Zentrum des Altars. Wir sehen dort nicht die Darstellung eines einzelnen Ereignisses, sondern eine Verknüpfung verschiedener Motive aus Altem und Neuem Testament. Eine Gegenüberstellung von zwingendem Gesetz und erlösendem Evangelium formulierte Luther auch einmal in einer seiner Tischreden: Was Gesetz ist, geht nicht von der Hand. Was aber Evangelium ist, das geht von der Hand.